Gut. Hallo und herzlich willkommen zum Online Football Academy Talk Nummer 2 mit Christoph Ungerböck. Ich hoffe, ihr könnt und alle schon sehen und auch hören. Hallo und herzlich willkommen zum Online Football Academy Talk Nummer 2 mit Christoph Ungerböck. So. Vielleicht einmal kurz in die Kommentare schreiben, ob ihr uns gut hören könnt. Ich habe jetzt nur eine Frage, wo finde ich das jetzt auf der Facebook-Seite? Es ist ein neues Live aufgegangen, ein Live-Video. Fein. Ja, wir haben auch schon 4 Zuschauer. Es freut uns sehr. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, einmal vielleicht kurz Input geben, ob ihr uns gut hören könnt. Ja, Steiner Heinrich ist wieder mit dabei. Das freut mich. Danke. Er gibt auch gleich Input, dass er gut hört. Das freut uns auch. Perfekt. Ja, an alle, die schon da sind, einen schönen Nachmittag. Freut mich, dass ihr da seid. Wie gesagt, unser heutiger Gast ist der Christoph Ungerböck, in der Unternehmensberatung tätig und auch Erfolgstrainer. Wir wollen heute mit ihm über das Thema Verein der Zukunft sprechen, beziehungsweise ihn dazu interviewen. Ja, Christoph, wie geht's dir im Moment? Wie geht's dir, ich sage mal, bei dem Corona-Retreat? Ja, du, also grundsätzlich geht's mir sehr gut. Ich bin mit meiner kleinen Familie jetzt seit fast 12 Tagen zu Hause. Unser Alltag läuft relativ unkompliziert. Ist natürlich immer eine Herausforderung, wenn man zu dritt auf kleinem Raum mit einem kleinen Kind und dann parallel vielleicht auch noch ein bisschen arbeiten sollte. Und wir warten auch auf unser zweites Kind, das was Ende April zu uns stoßen wird. Von dem her ist das natürlich ein bisschen eine Challenge gerade, aber an sich sind wir alle drei fit, zufrieden und wir schauen von Tag zu Tag und ich denke, es wird wieder besser werden. Ja, fein. Also euch geht es gesundheitlich gut. Das ist schon einmal das Wichtigste, was wir festhalten können. Das ist ja gerade in der jetzigen Zeit ganz, ganz wichtig. Ja, es freut mich, dass schon weitere Zuschauer dabei sind. Die Maria Gstöttner sieht uns zu, der Sascha Gasthuber, den möchten wir natürlich auch wieder sehr herzlich grüßen. Unser gestriger Gast, der Klaus Grobot, ist auch wieder dabei. Begrüße euch, freue mich sehr. Ja, dann stellen wir uns schon dem Thema Verein der Zukunft. Das ist ja aktuell, glaube ich, gerade für viele Vereine eine sehr herausfordernde Zeit. Was einfach auch die strategische Ausrichtung betrifft, da man sich jetzt, denke ich, schon auch ein wenig umorientieren muss. Wie siehst du das? Was hast du jetzt für Eindrücke gewonnen in den letzten Wochen, wie sich das entwickelt hat? Naja, es ist sicher eine sehr grundlegend schwierige oder spannende Situation, wie auch immer man das jetzt dann sehen möchte, weil es sehr schwer ist einzuschätzen, was die Zukunft bringt. Das heißt, wir wissen nicht, wie lange dieser Zustand, in dem wir uns da jetzt als Gesellschaft und auch als, ja, sag ich jetzt einmal, Erdenbewohner dementsprechend bewegen werden müssen. Wir kennen die Sanktionen, die jetzt einmal da sind, wie lange die tatsächlich aufrechterhalten bleiben, weiß im Moment wahrscheinlich niemand. Was für uns, glaube ich, alle dadurch sehr eine ungewohnte Situation ist, weil wir in der Regel eine Struktur in unserem Leben haben und uns Ziele setzen und gewisse Pläne aufstellen, das Ganze dann mit Zeiten verbinden. Und das fehlt uns im Moment, weil es wäre wahrscheinlich viel einfacher zu sagen, wir beißen 5 Wochen in den sauren Apfel und alles ist gut.
Wir wissen es aber nicht, ob es reicht. Und ja. das ist natürlich im Moment sehr schwierig. Was die Situation der Sportvereine betrifft, ist es natürlich eine doppelte Keule, die dich trifft in den meisten Fällen, weil du einerseits deinen Alltag, den du halt hast, also unabhängig davon, ob du Profibetrieb bist oder ob du im Breiten- oder Gesundheitssport tätig bist, dieses Arbeiten mit Menschen funktioniert in der Form so nicht mehr. Das heißt, du bist hier gefordert, einerseits möglichst kurzfristig ein Angebot auf die Beine zu stellen, wenn geht, irgendwie digital. Das sehe ich grundlegend auch als Chance. Das ist natürlich für viele Vereine jetzt gerade auch infrastrukturell möglicherweise noch schwierig, aber ich denke schon auch, dass man das positiv sehen kann und sagen kann, okay, wir haben uns auf dieses Thema noch gar nie konzentriert. Die Erfahrungen in den letzten Jahren ist schon auch so, dass da wahrscheinlich noch viel Potenzial schlummert. Das heißt, das ist eine Chance. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch dieses Thema, wie kannst du dieses Zusammengehörigkeitsgefühl eines Vereins erzeugen, wenn du die Leute nicht mehr siehst und nicht mehr bei dir hast. Also das ist natürlich auch eine Komponente, die schwierig ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch das Thema der Wirtschaft, die ja zwangsläufig jetzt einbrechen muss, bis zu einem gewissen Grad. Also da weiß man auch nicht, wie stark und wie intensiv diese Auswirkungen, die da jetzt die Maßnahmen nach sich ziehen, dann schlussendlich auch für den Sport oder für die Vereine dementsprechend zu werten sind. Das heißt, wir werden möglicherweise Sponsoren wegbrechen, weil es nicht mehr gibt. Im Worst Case, weil sich die Budgets anders verteilen müssen, weil natürlich die Prioritäten dann andere sein werden, wo man sagt, es geht eher in den Wirtschaftsbetrieben vorrangig darum, einmal die Produktion zu sichern und Arbeitsplätze zu sichern. Und dann muss man einfach sagen, dass Sponsoring bis zu einem gewissen Grad natürlich ein marketingstrategisches Tool ist, eher aber nur im Profibereich, also Profisportbereich, alles was den Breitensportbereich betrifft, bin ich da immer sehr kritisch und versucht es schon auch realistisch zu sehen. Das hat eher mit sozialer Verantwortung zu tun, was die Unternehmen da tun und weniger was mit klassischem Werbewert und dem was gegenüberstehen zu können. Also von dem her ist die Grundausgangssituation alles andere als planbar und es ist natürlich eine große Challenge zu sagen, wo kann die Reise hingehen. Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Zeit gewonnen, die es natürlich auch wieder zu nutzen gilt und vielleicht einfach auch, wir hören es ja die letzten Wochen auch schon, darum geht einmal innezuhalten, einmal nachzudenken, was wir in unserem Leben tun, was wir als Gesellschaft tun, aber ich würde dieses Gedankengut auch weiterspielen in Richtung der Sportvereine, einmal so sagen, okay, was tun wir da eigentlich? Ja, und was wollen wir möglicherweise auch in Zukunft tun? Ja. Denkst du, dass die Herausforderungen jetzt wirklich von der Bundesliga bis in die letzte Klasse im Endeffekt dieselben sind, nur vielleicht in einer anderen Größenordnung? Oder gibt es spezifische Probleme, die jetzt mehr Profibereich betreffen und spezifische Probleme für den Amateurbereich? Naja, im Profibereich hast du definitiv das Thema mit den Angestellten, ja. Also das ist sicher ein Spezifikum, was du in der Regel ja im Breitensport dann nicht mehr hast. Auf einer gewissen Liga wird sich das dann irgendwo switchen und dann hast du eigentlich nur mehr Ehrenamtliche und dann hast du dieses Thema dieses Anstellungsverhältnisses und deiner fortlaufenden Zahlungen, die relativieren sich natürlich ein Stück weit. Ja. Die Grundprobleme, also ich würde Profibetrieb schon sehr unternehmerisch sehen, weil das ist eigentlich ein Wirtschaftszweig, den man so sehen muss und das hat dann auch damit zu tun, dass man halt einfach auch wirtschaftlich strategisch agieren muss. Im Breitensportverein habe ich da schon andere Möglichkeiten. Also ich tue mir da auch leichter, glaube ich, auf Sortiment zurückzufahren, gewisse Dinge anzubieten, was Neues auszuprobieren, weil ich mit den Kosten vielleicht einfach da auch noch leichter jonglieren kann, als jetzt in einem Profibetrieb. Okay. Ja, ich möchte eine... Entschuldigung. Na, bitte. Ja. Nein, ich wollte zwischenzeitlich noch einmal alle, die jetzt dazugestoßen sind und sich neu eingeklinkt haben, begrüßen.
Der Mario Wörer ist da, der Kurt Hoffer. Sehr schön, freut mich, dass ihr Ja, da seid. bekannter Name. Ja, sehr schön, freut mich. Wenn es Fragen gibt, die bitte weiter in die Kommentare schreiben. Der Heinrich Steiner hat vorher schon eine Frage gestellt, und zwar eben spezifisch: Hat sich was geändert in den letzten 2 Wochen zum Thema Verein der Zukunft? Ich meine, du hast schon viel, viel dazu gesagt, aber gibt es da vielleicht noch einmal so eine Quintessenz zu dieser Frage? Naja, was sich geändert hat, dass die Zukunft noch schwieriger planbar ist, als die vor 2 Wochen planbar war. Ja, also wir konnten wahrscheinlich von vor 2 Wochen theoretisch ein bisschen mehr die Zukunft voraussagen, wie grundlegend Vereine agieren, welche Probleme die Vereine haben, wie man das angehen kann. Das war wahrscheinlich vor 2 Wochen noch ein Stück weit leichter, weil vor 2 Wochen die grundlegend von einer funktionierenden Gesellschaft ausgegangen sind, von funktionierenden Unternehmen ausgegangen sind. Man kennt die Mechanismen, die am Markt üblich sind. Und jetzt ist das große Reset da, würde ich jetzt mal sagen. Was man auf der anderen Seite aber dann auch wieder sehen muss, dass ja das gerade auch jetzt diese Chance ist, das zu überdenken, was man tut. Und von dem her würde ich die Ausrichtung, also wir haben ja gemeinsam auch schon eine Veranstaltung zu dem Thema gemacht, vor, glaube ich, 3, 4 Monaten nochmal. Das hat sich grundlegend nicht geändert. Ich sollte als Verein mir die Zeit jetzt nehmen und mir mal Gedanken machen und sagen, wo stehe ich denn gerade? Was funktioniert gut? Was machen wir in meinem Vereinsleben? Setzen wir uns einmal zusammen und denken gemeinsam darüber nach, wie die Vereinsfunktionäre und versuchen das einmal zu hinterfragen, dieses Tun und Handeln. Was waren unsere Stärken in den letzten Jahren? Was waren unsere Schwächen in den letzten Jahren? Welche Chancen und Risiken sind damit verbunden? Weil das ist eine grundlegende Geschichte. Ich kann natürlich immer sagen, okay, ich mache das, was wir schon immer gemacht haben. Nur wir merken gerade, dass das, was wir schon immer gemacht haben, im Moment in den meisten Fällen keine Strategie ist, die wir anwenden können, weil die Rahmenbedingungen sich massiv verändert haben. Und von dem her würde ich jetzt wirklich diese Zeit nutzen, um mal zu schauen und zu sagen, wo stehen wir, was ist gut daran, wo wir stehen, wie werden wir vielleicht auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen, wie sehen uns unsere Mitglieder, was erwarten sich unsere Mitglieder auch von unseren Leistungen. Ich führe in dem Zusammenhang oft die Diskussion zwischen Leistungssport und auch Breiten- und Gesundheitssport. Ich bin der Meinung, dass wir in Österreich zu schnell dieses Leistungsdenken drinnen haben. Es geht vor allem in Fußballvereinen und ich nehme mal an, es sind sehr viele Fußballaffine heute dabei, wo es darum geht zu sagen, muss es immer die Kampfmannschaft sein? Muss es immer um Leistung und Aufstieg gehen? Wir wissen alle, welche Probleme viele kleine Vereine jährlich haben, weil sie aufsteigen, dann wieder aufsteigen, weil sie es sich eigentlich nicht leisten können. Also es liegt für mich, das ein bisschen zu differenzieren und sich auch die Frage zu stellen, muss jeder Fußballverein zwangsläufig Kampfmannschaft auf höchstem Niveau spielen? Weiß ich nicht. Ja. Oder gibt es vielleicht auch gerade jetzt, in der Zeit, in der wir jetzt uns auch befinden, wo ich sage, Meisterschaftsbetrieb ist eigentlich nicht möglich. Die Frage ist, wann wird der wieder möglich sein? Und von der Seite muss man dann sich wirklich überlegen, wie kann man das auch hinkünftig angehen. Ja. Ja. Ich begrüße weitere neue Zuseher. Der Wolfgang Slawik von FK Austria Wien grüßt den Christoph Ungerböck. Wir grüßen zurück. Und Philipp Zachel hat sich auch eingeschaltet und ist auch mit dabei. Das freut mich auch sehr. Liebe Grüße, Philipp. Also, um das kurz zusammenzufassen, du empfiehlst im Moment den Funktionären und den Vereinen im Allgemeinen jetzt einmal eine Ist-Analyse zu machen, um es so zu nennen. Genau. Ja. Ja, also ich würde einfach mal durchblasen, weil ich sage, das ist das Argument, was ich die letzten Jahre, wenn ich das in das Spiel bringe, wenn ich mit Vereinsfunktionären diskutiere, kommt immer das, ja, für das haben wir keine Zeit. Ja, und das ist das, was ihr jetzt wahrscheinlich ausreichend zur Verfügung habt, sich einmal Zeit zu nehmen und einmal gemeinsam ein bisschen zu brainstormen und sich Gedanken zu machen,
was tun wir da eigentlich, wie geht es uns damit? Weil schlussendlich ist es auch aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass es diesen Vereinsfunktionären, die da wirklich sehr viel Zeit und Energie investieren, auch gut geht mit dem, was sie da tun. Ja, und ich erlebe schon immer wieder mal Vereinsfunktionäre, die dann sagen, kann nicht mehr, ich renne am Zahnfleisch und ja, dann bin ich der, der sagt, ja, das ist natürlich bitter, aber dann musst du dir die Frage stellen, wozu? Und wenn ich dem gegen nichts gegenüberstehen kann, weil ich sage, naja, eigentlich habe ich 20 Spieler in der Kampfmannschaft und denen muss ich halt gewisses Geld zahlen, damit die für mich spielen, damit wir in der Hirschenliga A, B, C spielen. Ja, weiß ich nicht. Ja. Ist nicht mein persönlicher Zugang, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin auch kein Vereinsfunktionär und kein Obmann in der jetzigen Zeit, wo ich das zu verantworten habe. Und ich denke, deshalb ist es wichtig, dass sich die Leute auch zusammentun und das einmal gemeinsam diskutieren und sagen, okay, wofür bringen wir uns da ein und was wollen wir eigentlich als Verein sein, auch in Zukunft. Und das wäre dann auch so ein bisschen der zweite Step, nachdem man sich einmal überlegt hat, wie geht es uns gerade, dass man dann einfach auch einmal weitergeht und sagt, was wollen wir denn in Zukunft sein? Wollen wir mehr der Verein sein, der auf Nachwuchsarbeit setzt, der auch vielleicht auch polysportives Angebot setzt? Also ich bin da auch immer der sagt, nur weil ich ein Fußballverein bin, darf man bei mir keine andere Sportart machen außer Fußball? Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube auch, dass die Gesellschaft so ist, dass Kinder nicht zwangsläufig fünfmal in der Woche Fußball spielen wollen. Es wird schon welche geben, die das gerne tun, aber es wird auch andere geben, wenn du denen zwei, drei andere Sportarten anbietest. Und da gibt es ja auch Herangehensweisen, dass das andere Länder sehr, sehr intensiv betreiben, eine polysportive Grundausbildung im Kinder- und Jugendsport, die durchaus positiv ist für die Kinder. Und ich merke halt, wir haben in Österreich immer so dieses rivalisierende Denken, so, na, der darf nicht zum Tennis gehen, weil der soll völlig bei mir bleiben. Und wenn er zum Tennis einmal geht, dann braucht er bei mir nicht herkommen, dann spielt er am Wochenende nicht. Und da muss ich sagen, wir verderben es den Kindern, Sport zu machen. Und das darf eigentlich in einer Gesellschaft und gerade in so einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo es wirklich primär nur um die Gesundheit geht, das darf nicht sein. Ja. Wir haben zwischenzeitlich eine Frage reinbekommen. Ich blende sie noch einmal kurz ein. Sie ist zwar nicht ganz drinnen, deswegen lese ich sie auch noch einmal vor. Ist vom Philipp Zachel. Ist es noch ratsam, im Breitensport mehr im Kinder-Jugendtrainersektor in die Bildung, Weiterbildung zu investieren, als in Legionäre im Breitensport, um mehrere Eibenbauerspielerinnen langfristig herauszubringen? Aus meiner Sicht absolut. Also ich glaube, dass das auch das große Manko unseres Systems ist, dass wir viel mehr Geld und Energie in den Kampfmannschaft investieren als in den Kinder- und Jugendfußball. Ich glaube, dass es einfach mehr Qualität an Trainern bräuchte in diesem unteren Bereich. Da musst du aber auch dementsprechend das Geld dort investieren. Und ein Argument, was für mich relativ aufgelegt ist, oder eine Frage, die ich gerne an alle weitergebe, ist, was haben wir als Verein davon, wenn wir einen Legionär 2 Jahre gutes Geld zahlen dafür, dass er für diesen Verein spielt und nach 2 Jahren ist er wieder weg. Und da stellt sich für mich die Frage, oder ist meine Erkenntnis null, weil das kann mir vielleicht sportlich mal kurzfristig helfen, mag sein, aber nachhaltig für den Gesamtverein gesehen hat es überhaupt keine Relevanz. Weil es wäre viel wichtiger, eigene Kinder gut zu trainieren, sie auch gut zu entwickeln. Dann haben sie einerseits mehr Spaß und Freude am Sport. Sie würden sich dementsprechend besser weiterentwickeln und sie würden wahrscheinlich auch einen engeren und längeren Bezug zum Verein haben. Und schlussendlich ist Vereinsleben für mich nicht nur aktives Sporteln, sondern ich muss ja auch als Verein schauen, dass ich Funktionäre oder Menschen habe, die gern auch was beitragen. Und das können nur Menschen sein, die zuvor in diesem Verein, oder nicht nur, aber die meisten muss man ja, wenn man sich selbst anschaut, wir engagieren uns in der Regel in den Vereinen, zu denen wir einen Bezug haben. Das heißt, in denen wir möglicherweise als Kinder und Jugendliche uns gut aufgehoben gefühlt haben, wo wir Freunde gefunden haben, wo ein familiäres Umfeld geherrscht hat. Und aus dem Grund gibt es nur für mich diesen einen Weg, zu sagen, ich muss qualitativ hochwertig Trainer ausbilden
und Freude am Spaß und Sport und der Bewegung den Kindern vermitteln. Und dann wird es welche geben, die möglicherweise in Richtung Leistungssport gehen wollen. Dann ist das gut, dann ist das in Ordnung. Aber die breite Masse wird wohl kaum Bundesliga-Kicker werden. Auch wenn alle davon träumen, ich weiß, das ist in Ordnung. Aber ich arbeite wirklich auch mit Profis zusammen und der Weg ist so ein langer und so ein steiniger. Und du musst da wirklich sehr, sehr intensiv arbeiten, um diesen Weg zu gehen. Und das ist nicht die breite Masse. Das ist, ja, wir kennen es aus der Akademie, glaube ich, zwischen 1 und 2% der Akademieabgänger in Österreich werden Bundesliga-Profis. Das heißt, wie hoch ist der Prozentsatz, wenn einer jetzt Hausnummer meiner Heimatgemeinde in der ersten Klasse Fußball spielt, dreimal die Woche, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bundesliga-Profi wird? Ja. Also von dem her ein klares Ja von meiner Seite in Richtung Qualität in die Trainer, im Nachwuchs zu investieren. Also ich erlebe dann auch nicht sehr oft, weil ich nicht so oft jetzt bei Kinderspielen am Platz bin oder bei Kindertrainings, aber ich habe schon viel gesehen in meiner Laufbahn. Und dann muss man sich halt schon die Frage stellen, ob in der U7 ein Pep Guardiola an der Seitenlinie tatsächlich gut aufgehoben ist, der nur auf ergebnisorientiertes Spielen und ja, gewinnen und das ist der einzige Zugang, den er hat und dementsprechend taktisch aufstellt und das ist nicht das, womit wir den Kindern Freude machen und da gibt es leider jetzt im deutschsprachigen Raum keine Studie dazu, aber wir haben ja vor einigen Monaten einmal ein bisschen damit befasst und im amerikanischen Raum ist es so, dass die meisten Kinder und Jugendlichen dem Sport quasi abtrünnig werden aufgrund des Drucks der Eltern und der Trainer und ich glaube, dass wir da in Europa ähnliche Tendenzen haben. Okay, ja. Dann begrüße ich zwischenzeitlich den Magister Tritan Paholi, der grüßt uns wirklich zurück. Heute Kollege. Kann man das jetzt aber eben auch verhindern oder was für Tipps und Tricks würdest du weitergeben, um da eben diesen Spaß und auch diese Zugehörigkeit zum Verein zu stärken? Hast du da irgendwie konkrete Ideen dazu? Ja, also für mich ist die konkrete Geschichte einmal jene, dass die Vereinsfunktionäre und die führenden Organe des Vereins einmal eine klare Philosophie haben sollten, wofür sie denn stehen wollen in diesem Verein. Also ich sage nicht, dass es keinen Leistungssport geben darf und ich sage auch nicht, dass es nur Gesundheits- oder Breitensport geben darf. Aber das Thema, was wir einfach haben, ist, dass die Vereine sich zu wenig im Klaren sind, was sie eigentlich sein möchten. Und dann versuchen, das aufrechtzuerhalten, was sie über die letzten Jahrzehnte einfach angeboten haben. Und das wird zusehends schwieriger. Das heißt, es wäre wichtig, sich hier mal Gedanken zu machen, zu sagen, wofür wollen wir denn stehen? Ja? Und schlussendlich muss man sagen, wir alle, die in Vereinen uns engagieren, wir sind nur Platzhalter für die Generation danach. Ja? Und für die Menschen, die danach kommen werden und die danach sich in diesen Verein einbringen möchten und dementsprechend eine Plattform bieten. Das heißt, der Verein wird uns alle überleben, so was es klingt. Gerade in Zeiten wie diesen ist das vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber das ist so. Ja. Also in 20 Jahren wird niemand mehr über den Christoph Hungerbück oder über sonst den sich großartig Gedanken machen, weil es geht um den Verein und das ist ja auch das, was wir auch sehen. Die Vereine überleben über Generationen und von dem her würde ich schon allen Vereinsfunktionären eher mal nahelegen und so sagen, okay, welche Basis wollen wir denn auch der zukünftigen Generation weitergeben? Mit was sollen die weiterarbeiten? Und da braucht es eine klare Philosophie und auch ein klares Statement, wie wir arbeiten wollen. Und ich denke, da gibt es viel Möglichkeiten. Da gibt es auch sehr viele Unterschiedlichkeiten. Es macht vielleicht auch Sinn, wenn ein Verein sagt, meine Stärken sind eben gerade das professionelle und leistungsorientierte Arbeiten. Dann kann der ja durchaus auch in diese Richtung gehen, aber es wird auch Vereine geben, wo man einfach sagt, ja, die spielen jetzt zweite Klasse, wo sollen die denn hin in einer Ortschaft von 1500 Einwohnern? Wenn du das da in die Gebietsliga schaffst, das ist schon das höchste der Gefühle und dann wirst du es nicht mit eigenen Spielern schaffen, sondern da musst du schon Kooperationen machen oder halt die klassische Variante wählen,
viel Geld zu investieren und Spieler kaufen, aber das ist eben der Punkt, wo ich sage, das hat für mich wenig Sinn. Und ich würde vielleicht auch in dem Zusammenhang einmal mit meinen Mitgliedern sprechen und einmal sagen, was erwartet ihr denn euch von unserem Verein? Weil die Mitglieder sind eigentlich die, für die wir es machen. Und was ich da vielleicht auch ein Stück weit immer wieder erlebe, ist, das sind Fußballvereine durchaus anders als Mehrsportartenvereine oder Mehrspartenvereine, weil Fußballvereine haben so ein bisschen so ein eigenes Spezifikum, weil wer ist in Fußballvereinen tatsächlich das Mitglied? Also das ist eine Frage, die mich schon länger beschäftigt und auf die ich keine klare Antwort finde, weil eigentlich, wenn ich jetzt das vergleiche zu anderen Sportarten, wären ja die Spieler die Mitglieder, im Fußball zahlen die Spieler aber in der Regel nichts an den Verein, dass sie dort ihrem Hobby nachgehen dürfen. Die Fans sind die das eigentlich finanzieren sollen oder versuchen auch aufrechtzuerhalten. Also das ist ein bisschen so eine Frage, die man sich stellen sollte. Und ich denke, dass das auch ein Thema sein muss, wo man sagt, okay, wen wollen wir beim Verein haben? Mit welchen Menschen wollen wir arbeiten? Wer ist uns auch wichtig? Wer kann sich auch einbringen? Also wir haben als Vereine, muss man ja sagen, es geht ja primär um den gesellschaftlichen Aspekt, dass man als Gemeinschaft gemeinsam was schafft und tut und gemeinsam Freude hat. Und ich glaube, dass wir das im Fußball ein bisschen verloren haben in den letzten Jahren. Wir denken selbst in der untersten Klasse in Champions League Strategien. Und das ist nicht dasselbe. Also wir sollten da mehr Freude und Spaß am gemeinsamen Sport und am gemeinsamen Spiel haben. Natürlich macht Gewinnen Spaß und Verlieren nicht immer. Aber das gehört einfach einmal dazu. Und da sollten wir diesen Spaß nicht verlieren. Und wenn wir dann in der zweiten Klasse, weiß ich nicht, höchste Professionalität von den Spielern verlangt, dann stelle ich mir die Frage, ja, warum macht man das? Vielleicht sollte man ihnen nichts zahlen und sagen, macht es zum Spaß und alles ist gut. Und wir haben alle mehr davon. Aber natürlich, wenn ich ihnen Geld gebe dafür, dass sie ihr Hobby oder ihre Leidenschaft ausüben, dann fordere ich natürlich auch als Verein was ein, weil wirtschaftlich wird es halt auch immer schwieriger, gerade im Fußball. Was ich insofern jetzt, was mir durch den Kopf gegangen ist und was ich jetzt gerade sehr, sehr spannend finde, ist, wieder gerade im Fußball hängt man immer sehr an der Tradition. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass das eben jetzt gerade die Möglichkeit ist, im Endeffekt eine neue Tradition zu kreieren und zu erschaffen. Ja, also das ist natürlich auch die Geschichte, die wir jetzt möglicherweise auch aufoktroyiert bekommen von der neuen Situation, die wir haben. Weil ich glaube schon, dass es einfach auch darum geht, sich zu differenzieren. Auch wir haben ein bisschen einen Verdrängungsmarkt. Wir werden natürlich auch sehen, ob das alle Vereine überleben können, diese Phase, in der wir uns jetzt befinden. Das wird man sehen. Ich glaube schon noch, dass da eine gewisse Bereinigung passieren wird und kann. Und ich denke halt schon auch, dass wenn du dich als Verein gut neu orientierst und sagst, okay, was sind die Anforderungen, die wir im Moment haben? Und die Anforderungen sind einfach die, glaube ich, dass viele Menschen einfach Bewegung und Sport machen wollen und Freude an Sport und Bewegung haben wollen. Und wenn geht, und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, wir werden sehen, wo sich die Gesellschaft hin entwickelt. Möglicherweise nehmen wir auch ein, zwei Gänge raus als Gesellschaft gesamt und der Leistungsdruck für die Eltern wird vielleicht hoffentlich auch ein Stück weit geringer. Dann gibt es vielleicht auch wieder mehr Möglichkeiten, dass sich die Eltern auch mehr in die Freizeitgestaltung ihrer Kinder einbringen können. Aber ich denke schon auch, dass Vereine eine hochqualitative Freizeitgestaltung anbieten können. Und das kann natürlich schon eine Nische sein. Und wenn ich mich da hinein positioniere als Verein und sage, okay, ich nehme auch Geld in die Hand, um ausgebildetes Personal zu haben, mit dem ich dann arbeiten kann und die dann auch gut mit meinen Kindern arbeiten. Und es ist halt nicht dem, sage ich, Hansi, sein Papa, der halt am Dienstagnachmittag frei hat und nichts Besseres weiß, als halt dann am Fußballplatz das Training zu machen. Also das finde ich grundsätzlich ja super, dass sich Menschen engagieren, aber man muss dann schon auch einmal ganz klar sagen, es gibt ja auch eine Konkurrenz in der Freizeitgestaltung, gerade wenn wir beim Kinderthema sind, wo man einfach sagt, ich habe eine Musikschule, ich habe möglicherweise andere Sportarten, ich habe ja Freizeitgestaltungsmöglichkeiten ohne Ende.
Das heißt, wenn ich da als Fußball nicht irgendwann beginne, auch Qualität zu liefern, dann werde ich eine gewisse Gruppe einfach nicht mehr ansprechen, weil es gibt halt dann schon viele Eltern, die sagen, na, ich bin schon bereit, vielleicht auch sogar ein bisschen Geld dafür auszugeben, aber ich möchte einfach auch, dass mein Kind gut betreut ist. Das heißt, die müssen einerseits sportlich sich gut entwickeln können. Das heißt, ich brauche ein gewisses Know-how von den Trainern. Und die zweite Komponente ist, ich will ja auch, dass die menschlich gut betreut sind. Das heißt, ich brauche auch ausgebildete Trainer, die in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und Pädagogik ein bisschen ein Know-how haben. Weil mit dem konkurriert man. Weil wenn man sich eine Musikschule anschaut, sind in einer Musikschule die Unterrichtenden in der Regel lauter Menschen, die das Fach studiert haben an einer Hochschule. Und im Fußball sind wir ja im Amateurbereich, würde ich dann fast sagen. Okay. Aber ich denke schon, dass das eine große Chance ist, in die Richtung zu gehen und einfach einmal zu sagen, okay, machen wir was anderes. Es stellt sich für mich auch die Frage, braucht jeder Verein eine Kampfmannschaft? Ich weiß es nicht. Ja, so wie man der Paul Scharner schon im Talk auch erwähnt hat, im New Year's Talk, ne, dass die Kampfmannschaft der erste Konkurrent ist zum eigenen Nachwuchs. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz simple und kurze Aussage, trifft den Nagel aber komplett auf den Kopf. Weil wenn ich mir über diese Frage einmal Gedanken mache, dann spinnt sich ja das Gedankennetz weiter. Was ich auch ganz spannend gefunden habe, und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Input, den du gerade gegeben hast, dass man die Feedback-Kultur gerade jetzt sehr, sehr gut ausleben und stärken kann, indem man eben seine Mitglieder und Eltern und Funktionäre, Trainer, also von oben bis unten im Endeffekt jeden einmal bittet, da kurz einmal Info und Feedback abzugeben, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Weil ich glaube, so kann man ja dann im Endeffekt auch sehr gut sehen, wo haben wir vielleicht Aufholbedarf und was funktioniert schon vielleicht ganz gut. Definitiv, vor allem, man muss ja einfach auch sagen, wie gesagt, die Mitglieder sind ja das, was den Verein ausmacht, und das ist ja auch mein Potenzial, und das ist was ich in meinen Workshops zu dem Thema Verein der Zukunft immer versuche herauszustreichen, zu sagen, schaut sich eure Mitglieder an, schaut sich das Potenzial an, was ihr dort auch teilweise drinnen habt. Natürlich ist es nicht immer so leicht und man muss auch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl gehen. Ja? Also ich bringe dann immer das Beispiel, wenn sich jemand findet und sagt, naja, der könnte uns vielleicht irgendwo in einer Funktion oder bei der Akquise von Sponsoren oder wie auch immer helfen, dann fragt bitte, in welcher Form er sich das vorstellen kann, und reißt ihm nicht quasi die Handschuhe aus, bevor er euch noch den kleinen Finger entgegengestreckt hat. Weil damit macht man sich halt auch keine Freunde, und wir leben halt einfach auch in einer Zeit, wo ich glaube, wir müssen versuchen, diese organisatorischen Dinge eines Vereins und auch einen Verein auf breite Schultern aufzustellen und zu sagen, jeder kann kleinere Beiträge leisten und nicht zwei, drei schupfen einen ganzen Verein. Das ist aus meiner Sicht heutzutage nicht mehr möglich. Also da sind einfach die Anforderungen, die aufgrund der Strukturen und auch der rechtlichen Situationen und dann auch eben der ganzen Organisation, das schaffst du nicht mehr. Du musst versuchen, einen Verein breit aufzustellen. Das heißt, du musst als Verein dich so entwickeln, wie der Verein das möchte, und nicht wie der Obmann. Und das ist leider Gottes aus meiner Sicht immer wieder noch ein Thema, dass es halt sehr viele Leute gibt, die sagen, na, ich will mit meiner Kampfmannschaft aufsteigen, und den Rest, den machen wir halt irgendwie mit, und dass es halt läuft. Und dann sagt er, ja, und das bringt ja keiner ein. Es hilft mir ja keiner. Ja, aber dann muss ich halt auch ganz klar sagen, okay, es ist in der Regel wahrscheinlich dein Ziel, was du da verfolgst, und nicht ein gemeinschaftlich ausgearbeitetes Ziel, und an dem gilt es halt auch zu arbeiten und zu sagen, okay, wie kann ich meine Mitglieder mit ins Boot holen? Unter welchen Voraussetzungen können und wollen sich die dann auch engagieren? Wollen mich die in der Organisation unterstützen? Was auch immer. Und das wäre, glaube ich, auch sehr interessant, in die Richtung zu arbeiten und zu schauen, dass man da einfach mehr hinhört auf die Menschen, die es im Verein gibt. Weil die sind schon da. Ne? Und wenn ich das lebe, was die möchten, dann wird da Dynamik entstehen. Und ich denke, jeder von uns hat schon solche Dynamiken positiv wie negativ erlebt in Vereinen. Und davon sollten wir einfach regelmäßig auch reflektieren. Und das Thema des Vereins der Zukunft, wo ich jetzt gesagt habe, es wäre gut, mal so eine Ist-Analyse zu machen und zu reflektieren. Ich würde das jedem Verein empfehlen, das jährlich zu tun oder halbjährlich zu tun. Das ist immer die Frage der Intensität, aber
grundlegend, wenn ich als Verein Maßnahmen setze, dann sollte ich mir einfach einen Zeitraum setzen oder einen Zeithorizont setzen und sagen, okay, was haben wir jetzt geschafft in diesen letzten Wochen, Monaten? Wie hat das funktioniert? Wo waren unsere Probleme? Was hat gut funktioniert? Und wie gehen wir damit weiter um? Also es ist einfach ein Prozess, den wir am Laufen halten müssen. Und da geht es definitiv in die Interaktion. Und so weh das manchmal tut, sich Feedback von außen zu holen, das ist relevant. Weil wenn ich meine Mitglieder nicht erreiche mit dem, was ich tue, dann werden sie mir davonlaufen. Punkt. Ja. Ja, ich möchte alle begrüßen, die sich zwischenzeitlich in den Livestream eingeschaltet haben. Der Christian Bock hat sich auch eingeschaltet. Das ist sehr nett und freut uns, dass er Zeit gefunden hat. Die Alissa ist dabei, der Bojo sieht auch zu. Schönen Nachmittag. Ja, bei uns geht es um den Verein der Zukunft und wir haben da zwischenzeitlich auch wieder eine Frage in Bezug auf England. Wie siehst du dort das Konzept der Arbeit und inwiefern kannst du sagen, wie sich das unterscheidet zu dem, was in unserem Land passiert? Es ist, also ich kann es jetzt natürlich insofern ein bisschen beurteilen, ich war Anfang des Jahres einige Zeit in England gemeinsam mit dem Paul Schaner, wir haben uns eines Vereins ein bisschen angenommen und da versucht, unsere Expertise einzubringen. Hat sich natürlich jetzt ein bisschen schlagartig beendet durch die ganze Corona-Geschichte. Das heißt, wir haben da jetzt eher ein abruptes Ende gefunden fürs erste Mal. Ich muss sagen, ich habe dort jetzt eher den Einblick im Profibetrieb bekommen. Das ist jetzt zweite Liga gewesen. Von dem her gilt zu sagen, dass natürlich die ganzen Rahmenbedingungen eine andere Dimension sind, als die wir in Österreich kennen. Also die, die mich kennen, ich war einige Zeit beim SC Wiener Neustadt engagiert und auch für eine ÖFB und ich kenne das Thema Fußball ganz gut, glaube ich, aus allen Facetten. Nur ist natürlich dann, wenn du dort siehst, dass in der zweiten Liga an einem Samstagnachmittag 22.000 Leute im Stadion sind bei einer Partie, wo es eigentlich um die Haselnuss geht, dann ist das schon eine andere Dimension. Das Trainingsgelände bei dem Verein, wo wir waren, ist auch sehr professionell aufgestellt. Aber was man auch ganz klar sagen muss, die kochen auch nur mit Wasser. Ja, und Potenzial gibt es überall. Und vielleicht ist es auch so, dass wir meinen, dass das auf der Insel höchst professionell ist in allen Bereichen. Da kann ich alle beruhigen, ist es nicht. Ja. Die Frage, die sich mir nur da eher stellt, ist, warum versuchen wir uns immer zu orientieren an anderen Ländern und versuchen nicht eher auch einmal zu schauen und zu sagen, okay, wo könnten wir denn in Österreich professioneller werden? Wo gibt es einfach auch Bereiche, wo es Potenzial gibt, sich mehr zu entwickeln? Weil wir haben dort schon auch gesehen, dass die Mechanismen ähnlich sind, jetzt rein von der Trainingshäufigkeit und vielleicht auch von der Trainingsintensität teilweise. Aber das ist, wenn du es mit anderen Sportarten vergleichst, noch immer lachhaft. Und da muss ich natürlich dann Einzelsportler dann auch gern, nehme ich dann gerne als Beispiel her, wenn du einen Einzelsportler siehst, der auf internationalem Top-Niveau arbeitet, ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag, der wirklich beinhart arbeitet und trainiert, damit er das irgendwie schafft. Und im Fußball bist du halt durch diese Dynamik, die das System einfach hat, mit einer durchschnittlichen Belastung auch möglicherweise schon ganz gut dabei. Das heißt, du hast aber irrsinnig viel Potenzial noch nach oben. Und das hätten wir auch in Österreich, wenn wir da kritisch wären und das System auch kritisch hinterfragen würden und nicht einfach all das machen, weil wir es halt aufgrund von jahrzehntelanger Struktur und Annehmlichkeiten und so eingelernt haben, sondern einfach einmal kritisch zu sagen und zu sagen, okay, wie viel kann ich denn trainieren an einem Tag und in unterschiedlichen Bereichen, um noch besser zu werden in dem, was ich tue. Und da gibt es immer wieder positive Beispiele, die zeigen, was möglich ist. Ja, wir sind halt alle sehr bequem, aber wie gesagt, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern ist das erkennbar. Okay. Ja, um was vielleicht noch zu sagen ist in Richtung Nachwuchs habe ich es jetzt nicht so intensiv gesehen in England, weil, wie gesagt, wir waren vorrangig bei der Profimannschaft, aber das, was schon auch klar war, ist einfach, dass die halt
das Akademiesystem massiv professionalisiert haben in den letzten Jahren. Und da gibt es einfach ein klares Ziel vom gesamtenglischen Verband, wo die hinwollen. Und dementsprechend arbeiten die halt dann auch mit Bewertungskriterien in den Akademien. Und da gibt es, glaube ich, so ähnlich wie bei den Banken, Bewertungen, gibt es dann auch Bewertungen da in unterschiedlichen Kategorien, was die Akademien von den Vereinen betrifft, wo du natürlich dann wieder direkt mit Fördergeldern profitierst oder nicht, wo dir auch wieder was weggenommen werden kann. Und von dem her denke ich schon, dass das auch ein ganz guter Ansatz sein müsste für uns in Österreich, da auch ein bisschen kritischer hinzuschauen. Nicht nur zu sagen, okay, es gibt halt eine Akademie XY in irgendeinem Bundesland und die haben halt den Akademiestatus und eigentlich gibt es da kein regelmäßiges Feedback von Seiten des Verbandes, von Seiten der Spieler, von Seiten der Eltern, wo einfach auch dementsprechend bewertet wird, wie die Arbeit dort ist. Und ich glaube schon, dass wir da mehr in Leistungskriterien denken müssten in Österreich, auch wenn es um diese Schnittstelle in Richtung Profisport geht. Okay. Ja, ich begrüße wieder die Zuschauer, die sich wieder neu dazugeschalten haben, die Johanna ist dabei. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt an den Christoph Ungerböck, dann könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, um wieder ein bisschen Input zu geben an die Funktionäre, die zuschauen, gibt es noch irgendwie Input, quasi welche Zielgruppen man vielleicht jetzt akquirieren kann, um da nach der Krise dann irgendwie vielleicht doch gestärkt auch herauszugehen? Also ich persönlich denke da jetzt gerade so an den E-Sports-Bereich, also wir haben ja vor kurzem mit Patrick Uchazi von Mattersburg ein Interview durchgeführt. Und ich habe mir gedacht, okay, es ist jetzt vielleicht gerade die optimale Zeit, ein vereinsinternes FIFA-Turnier irgendwie zu veranstalten online oder sowas in die Richtung, um da ja einfach die Leute ein bisschen bei Laune zu halten. Ja, also ich denke, das Thema E-Sports ist sicher ein sehr interessantes, wenngleich auch sehr differenziert zu betrachtendes. Also man muss auf der einen Seite sagen, das hat halt mit aktivem Sport in der Form so nichts zu tun. Aber das kann natürlich durchaus auch eine Nische sein und das sage ich auch immer bei meinen Sportsponsoring-Vorträgen, mit der ich mich befassen kann als Verein, weil das natürlich eine Zielgruppe ist, gerade jetzt, wenn es um das Thema FIFA geht, die eine Fußballaffinität hat. Und von dem her könnte ich natürlich dort auch wieder Menschen finden, die grundlegend sagen, hallo, ich bin dem Fußball nicht abgeneigt, ich spiele zwar lieber auf der FIFA, als dass ich selber auf den Ball drauf haue, weil da tut mir nur weh. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht potenzielle Mitglieder für einen Fußballverein sein könnte. Und in die Richtung bin ich bei dir, dass man sagt, ja, man kann ja auch mal schauen, ob man in seiner Region nicht auch in diesem Bereich eine Abteilung aufstellen kann oder möchte. Wenngleich das für mich natürlich eine Philosophiefrage ist. Will ich das oder will ich das nicht? Und ich glaube, das ist das, wo ich anfänglich schon war, wo man einfach hin muss, wo man einfach ganz klar als Verein sagen muss, was will ich denn sein? Und ich bin der Meinung, dass es besser wäre, sich klar zu differenzieren manchmal und nicht mit dem vollen Bauchladen durchs Leben zu gehen und zu sagen, ich habe von der Damenmannschaft über Nachwuchs, über Kampfmannschaft, über E-Sport, über Senioren, ich habe alles und nichts gescheit. Da wäre ich eher derjenige, der sich mal anschaut und sagt, okay, was sind denn die Bereiche, die mir auch Freude und Spaß bringen, die sich auch finanziell rechnen oder zumindest mir keine großartigen Kosten verursachen, so dass ich sage, okay, das sind die Dinge, die wir gerne tun und mit Freude tun, weil auf die müsst ihr euch konzentrieren. Wir sind in der Ehrenamtlichkeit im Breitensport. Und da geht es einfach darum, dass wir Freude an dem haben, was wir tun, sonst engagiert sich niemand. Und wir werden auch niemanden finden, der sich nach uns möglicherweise dann im Verein engagiert, wenn der sieht, wie wir am Zahnfleisch gehen und unsere Familie vielleicht dabei zugrunde geht, weil wir einfach keine Zeit mehr haben, weil wir die ganze Zeit am Sportplatz sind. Also da würde ich wirklich hinschauen und mal sagen, was wollen wir denn sein? Gestalten wir die Zukunft einfach für uns und entwickeln wir den Verein dorthin, wo wir sein wollen? Das ist vielleicht nicht das, was der klassische Fußballverein in den letzten 30 Jahren war, das mag schon sein, aber vielleicht ist es was anderes. Und ich bin da auch immer der sagt,
Warum können wir nicht mehr in Richtung Kooperationen denken? Alle Sportvereine unterschiedlicher Sportarten haben in der Regel die gleichen Probleme. Aber warum kooperiert nicht der Leichtathletikverein mit dem Fußballverein, mit dem Tennisverein und dem Turnverein? Warum bietet man nicht ein Leistungsspektrum für die Kinder am Nachmittag an, wo sie einfach flexibel sich aussuchen können, wo sie sein wollen oder können? Weil es gibt ja Phasen im Leben, da macht der Tennis mehr Spaß. Und dann wird es vielleicht Phasen im Leben geben, wo du lieber dreimal Fußball spielen gehst die Woche. Und wir bestrafen die Kinder dann damit, dass wir sagen, na, dort darfst du nicht hingehen, und wenn du da mal öfter hingehst, dann spielst du am Wochenende nicht mehr. Und so funktioniert das nicht aus meiner Sicht. Also ich glaube, dass wir da wirklich ganz klar mal diesen Cut herkriegen müssen und müssen sagen, okay, wo können wir denn leistungstechnisch mit unseren Kindern tatsächlich hin? Und wenn wir jetzt ein kleiner Dorfverein sind, dann werden wir in den nächsten 20 Jahren wohl kaum Bundesliga spielen. Weil wir wissen alle, wie diese Ausnahmen funktioniert haben oder wahrscheinlich auch wir werden sehen, ob es in den nächsten Jahren auch so funktioniert. Das hat mit massiver Geldzufuhr von einzelnen Mäzenen zu tun. Dann kann sowas funktionieren, und da muss man was sagen, bei aller Wertschätzung all dieser Dorfvereine, wo ich einige auch ganz gut kenne, was hat das nachhaltig für eine Wirkung gehabt? Okay. Es gibt zwischenzeitlich im Chat schon die spannende Frage, um welchen englischen Verein es sich gehandelt hat bei deinem Ausflug. Kannst du das verraten oder bleibt das im Geheimen? Ja, also großartig drüber reden möchte ich eigentlich nicht, weil wir dort auch noch im Arbeiten sind. Sofern das auch weitergeht, es war zweite Liga, aber ich kann sagen, es war nicht der FC Barnsley. Okay, ja, es sind schon Watford, Barnsley, Wigan genannt worden, deswegen ja auch eben die Frage, wo ihr genau wart. Gut. Ja, also, wie gesagt, es ist auch irrelevant, wo wir schlussendlich gewesen sind, weil das, was für uns dort ganz klar war, ist einfach, dass wir dieses Potenzial dort gesehen haben, und für mich war auch dann die Erkenntnis, weil ich versuche dann auch immer diese Rahmenbedingungen auch einmal wegzublenden, und schlussendlich, wenn ich dann mit Teams und mit den Menschen dort arbeite, mit den Trainern und mit den Verantwortlichen, dann ist es meist egal, ob das jetzt ÖFB U15 ist oder ob das jetzt SC Wiener Neustadt war oder ob das ein österreichischer Bundesligist, mit dem ich auch sporadisch arbeite, dann hast du, die Probleme sind in der Regel überall dieselben, wenn es darum geht, Leistung zu bringen und einfach gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Wobei, wie gesagt, ich würde das heute da ein Stück weit ausgrenzen, weil die Profivereinsgeschichte für mich definitiv eine andere ist als der Breitensport. Okay. Gut. Ich hoffe, das ist jetzt, die Spekulationen sind jetzt somit ein wenig geklärt. Ist natürlich sehr, sehr interessant, das kann man natürlich verstehen. Ja, ja. Gibt es sonst Input, wo du sagst, okay, das wäre oder ist für die Vereinsentwicklung in der nächsten Zeit wichtig? Also vielleicht auch auch zusammenfassend, eben wie man, ja, oder welche Rahmenbedingungen es braucht, um da wirklich die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu haben. So wie du sagst, die sind ja im Breitensport sehr, sehr vertreten und denen, vor denen muss man den Hut ziehen. Aber so wie du sagst, das haben ja viele die Herausforderungen, dass man da oft irgendwie das Gefühl hat, okay, es ist irgendwie mehr Not als Freude dabei. Ja, also was da ganz wichtig ist, also da gibt es in der Neurowissenschaft, weil ich ja auch sehr viel mit Unternehmen arbeite, wo es einfach das Thema gibt, es gibt so ein paar so Säulen, die der Mensch einfach gerne hat oder jeder Mensch einfach auch braucht. Und das eine ist diese Verbundenheit, dass wir uns wo gut aufgehoben fühlen. Und ich glaube, dass das die Priorität 1 ist bei einem Verein, der auf Ehrenamtlichkeit basiert. Ja, das ist vielleicht in einem Wirtschaftsunternehmen ein bisschen was anderes, aber selbst da ist diese Verbundenheit zu dem Unternehmen eine wichtige, um mich gut einbringen zu können. Es ist auch ein wesentlicher Aspekt, sich ein Stück weit sich selbst zu verwirklichen, das heißt einen Beitrag zu leisten, ja, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, eben dann auch einen Beitrag leisten zu können. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man versucht, ja, eben gemeinsame Ziele auch sich zu setzen und zu sagen, okay, wo wollen wir denn hinarbeiten als Verein? Und da gibt es natürlich, ist immer ein bisschen schwierig, weil du hast fast allen Vereinen Funktionäre oder Trainer, die halt ihre persönlichen Ziele haben, die sie natürlich auch
mit aller Vehemenz und mit sehr viel Energie und Leidenschaft dann teilweise einbringen. Aber die Frage ist, ist das für den Gesamtverein relevant? Und muss man sich auseinandersetzen. Kostet doch ein bisschen Ärger für alle Zuschauer. Ja, ist in Ordnung, geht auf mich. Aber es ist insofern ein bisschen schwierig. Ich hatte leider Gottes ein Laptop-Problem in der letzten Woche und dementsprechend arbeite ich noch mit dem Laptop von meiner Frau und das ist nicht ganz störefrei aufgebaut, das System, muss ich sagen. Aber mein Laptop ist am Kommen, also ich bin ab nächsten Tage dann wieder auf meinem eigenen Gerät unterwegs. Vielleicht dann auch zurückzuführen, also die Trainer, die natürlich da sehr engagiert sind und versuchen, möglicherweise Schützlinge nach oben zu bringen oder mit ihrer Mannschaft erfolgreich zu sein. Aber wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, ist das für uns als Verein relevant? Und wer sind wir als Verein? Ja, und deshalb ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, holen wir die Leute ins Boot? Also ich denke, jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, und das werden wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch sein, man fühlt sich in der Regel wohler, wenn man das Gefühl hat, man wird gefragt, wohin die Reise gehen soll oder was unsere Meinung zu gewissen Entscheidungen ist, wenn das die Geschäftsführung trifft. Und wir müssen mehr in diese Interaktion und in diese Kommunikation kommen, um in Zukunft auch gerüstet zu sein. Weil dann haben wir auch mehr Leute, die vielleicht für die Sache brennen und die sich einfach auch da einbringen wollen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Konzentriert euch im primär um eure Mitglieder und um die Leute im Verein. Das ist für mich so diese Kernbotschaft, wo ich sage, es geht um die Menschen. Und wir merken das ja gerade jetzt auch in dieser Phase, in der wir uns gesellschaftlich befinden, dass das Einzige ist, was überbleibt. Der Mensch, ja, weil es hat dann keine Relevanz. Ja. Wo ich vor 4 Wochen war, bei welchem Verein in England, ist im Moment vollkommen irrelevant. Weil das Einzige, was entscheidend ist, ist im Moment, dass es meiner Familie und meinen Lieben gut geht und meinen Freunden gut geht. Ja. Und der Rest ist ja, ist nice to have, aber das ist halt einfach, wie es ist. Und von dem her, glaube ich, kümmert euch um die Menschen, schafft ein familiäres Umfeld in Vereinen, versucht wirklich Dinge zu tun, die einfach auch den Menschen und den Mitgliedern ein Stück weit helfen. Ist vielleicht noch so ein Aspekt, sich auch über Zielgruppen Gedanken zu machen. Für wen will ich denn mein Angebot überhaupt haben? Wen möchte ich denn ansprechen? Und das hat natürlich einfach dann auch mit den Produkten zu tun, jetzt überspitzt gesagt, welche Leistungen biete ich an? Also ich bin ja auch mit meinem eigenen Heimatverein oft sehr kritisch, wo ich dann dankenswerterweise hin und wieder mal noch Kontakt habe und die mir dann fragen, was ist deine Einschätzung zu gewissen Dingen, wo ich dann auch sage, wir haben so viele Menschen, die in dem Verein Fußball gespielt haben und eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo die aufgehört haben, aktiv Fußball zu spielen, irgendwo zwischen 30 und 35, haben sie keinen Bezug mehr. Wir schaffen den aber auch selten. Also ich kenne kaum Vereine, die sagen, es gibt, weiß ich nicht, Senioren-Kickerl am Sonntag am Vormittag und quasi so Frühschoppen-Kicken. Ja, wer kommt, ist da und spielt mit. Und das sind einfach so Dinge, da lassen wir einfach auch Potenzial liegen aus meiner Sicht. Weil das sind Menschen, die einen Bezug haben zu dem Verein, die sich auch dort wohlfühlen. Und die können wir genauso ansprechen, genauso wie wir auch die Mütter ansprechen können von den Kindern, die bei uns am Nachmittag trainieren. Und dann kann ich auch mir mal überlegen und sagen, was könnte ich denn für die Mütter für ein Angebot schaffen? Weil vielleicht wollen nicht alle auf der Bank am Rand sitzen beim Training und sich Kaffee genießen und einen Kuchen dazu hineinzuziehen, weil vielleicht sind einige dabei, die sagen, wenn ich in der Zeit am Sportplatz vor Ort irgendein sportliches Angebot haben könnte für mich, wäre das perfekt, weil ich habe eigentlich eh nicht die Zeitressource, dass ich das separat dann noch mache. Weil ich habe 2 andere Kinder und ich bin eigentlich Shuttle-Unternehmer. Also einfach da auch über den Tellerrand hinauszudenken und einmal die Mitglieder und auch die Eltern der Kinder unseres Vereins zu fragen, zu sagen, was könnten wir euch denn anbieten, was euch als Freude macht und was euch was hilft. Und vielleicht macht es uns auch Freude. Und dann hast du möglicherweise wieder
wieder einen anderen Zugang zu diesen Menschen, die dir dann bei deinem Vereinsfest auch helfen und sagen, gut, dann stelle ich mich in die Weinbar oder ich mache einen Kuchen beim nächsten Heimspiel. Und das sind die Dinge, darum geht es in Vereinen. Und es geht nicht darum, spielen wir jetzt mit der Kampfmannschaft in 3 Jahren 2 Klassen weiter oben oder nicht, weil was ist das Ziel dahinter? Das ist kurzfristig natürlich interessant, weil du möglicherweise Aufmerksamkeit hast, aber langfristig muss man sich das schon gut überlegen und sagen, okay, was kostet der Spaß eigentlich? Und in der Organisation, wie wir es bis dato hatten, wissen wir, dass jede Liga weiter oben einfach mehr Geld kostet und in den wenigsten Fällen bringt es mehr. Weil du oft dann einfach auch das Thema hast, dass die Zuschauer gar nicht mehr so kommen und dann ist auch immer die Frage, habe ich die, um das Thema Nachwuchs nochmal anzusprechen, habe ich die eigene Qualität im Nachwuchs, dass die dort in der Liga überhaupt bestehen können? Oder sollte nicht eher vorrangig versuchen, die eigene Qualität im Nachwuchs zu erhöhen und vielleicht steigen wir in 5 Jahren dann eher mal auf, wenn wir die Qualität haben? Und dann kommt oft das Thema, ja, aber dann gibt es einen Verein, der dann wieder kommt und den Spieler wegkauft, weil er ihm 100 Euro mehr anbietet als der andere. Ja, dann soll er gehen. Also da bin ich so, der kommt wahrscheinlich eh wieder. Wenn das Vereinsumfeld bei meinem Verein ein gutes ist und ein familiäres ist, in dem man sich wohlfühlt und wo es mehr um die Freude am Sport und an der Bewegung geht, dann wird er bei einem Verein, der ihm 100 Euro mehr zahlt, eh nicht glücklich werden. Ja, sehr schön zusammengefasst und gesagt. Es gibt da noch einen Kommentar von Philipp Zachel, das ich auch kurz vorlesen möchte, weil da wirklich ein paar Wörter und Ressourcen vorkommen und Begriffe, die ich sehr wertvoll finde. Also er meint halt, dass die Ansätze gerade im nachwuchsbreiten Sport aus einer Mischung von Teamgeist, Leidenschaft, mentaler Stärke, und das ist jetzt auch ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, die Führung und die Verantwortung des Vereins, und dass man so sicher langfristig Trainer und Funktionär in einem Verein sein kann und das mit viel Herz. Ich glaube, dass das eben sehr gut zusammengefasst eben jetzt gerade die Möglichkeit ist, auch Führungsqualität zu zeigen, indem man sich wirklich überlegt, welche Ressource braucht wer, und das individuell einfach abgeklärt, um sein Potenzial und sich selbst auch entwickeln zu können und eben sein Potenzial auch beim Verein ausleben zu können. Absolut. Also ich glaube, dass das Wichtige ist, und das merken wir ja auch gerade jetzt in dieser angespannten Situation, in der wir uns gesellschaftlich befinden, dass diese Solidarität und diese Zusammengehörigkeit ein wesentlicher Aspekt ist. Und ich glaube, dass das ist, was wir versuchen sollten, einfach auch für die Zukunft zu gestalten, dass wir grundlegend gemeinsame Aktivitäten schaffen, dass wir gemeinsam versuchen, Freude an dem zu haben, was wir da tun, dass wir vor allem aber auch die Kinder und Jugendlichen an die frische Luft bringen, an die Bewegung. Also wir merken ja auch jetzt gerade, wenn dann so eine Krise da ist, wo es wirklich um gesundheitliche Themen geht, wo alle sagen, wichtig einfach körperliche Bewegung zu machen, zu schauen, dass man oft an der frischen Luft ist. Und es geht auch aus meiner Sicht sehr, sehr stark um Vorbilder. Und das bringe ich auch sehr oft in meinen Vorträgen und Workshops. Der Mensch lernt durch Fehler und durch Vorbilder. Und das mehr oder weniger bewusst oder unbewusst. Und ich glaube halt auch, dass es an uns liegt, auch an mir liegt. Und ich habe einen 3-jährigen Sohn zu Hause, der mir das tagtäglich am Präsentierteller serviert, was ich ihm wieder mal für ein gutes oder ein schlechtes Vorbild gewesen bin. Weil wenn er sagt, na, ich will auch aus dem Milchpackerl trinken, direkt aus dem Kühlschrank, dann schaut mich meine Frau augenrollend an und sagt, na, bravo, danke. Das ist einfach so. Und wir haben diese Funktion und diese Verantwortung, dass wir für jeden Menschen, mit dem wir in Kontakt treten, egal ob das jetzt Familie oder Verein oder Beruf ist, auch eine gewisse Vorbildfunktion haben. Und ich denke, wenn wir da wirklich auch coole Ansätze zeigen, wo man auch sagt, wie kann man führen, wie kann man gemeinschaftlich was entwickeln, dann können wir hier Samen streuen, auch für die Gesellschaft, für die Zukunft, dass es eben möglich ist, gemeinsam gute Lösungen zu finden, für ein gemeinsames Miteinander zu finden. Und ich glaube, dass das ist, gemeinsam an einen Strang ziehen, jetzt gerade wieder mehr kommt, Gott sei Dank, weil wir darauf angewiesen sind. Und ich finde es
extrem positiv, auch wenn der Anlass jetzt natürlich ein sehr drastischer ist, den wir da haben. Aber der Egoismus, der sich in den letzten Jahren eingeschlichen hat, in allen Bereichen, war eh schon fast nicht mehr auszuhalten. Gut, wir sind dann schon am Ende unseres Livestreams. Wir begrüßen trotzdem noch den Robert Weinstabel und den Hannes Spielke. Die haben sich zwischenzeitlich auch noch einmal dazugeschalten. Zum Abschluss jetzt möchte ich dich noch bitten, vielleicht hast du ein, zwei Tipps für die Zuschauer zu Hause und jetzt da gar nicht spezifisch jetzt für die Fußballer. Welche Tipps oder Übungen kennst du, um sich da jetzt mental auch fit zu halten? Also ja, es ist natürlich, gibt unterschiedliche Ansätze und mentales Training ist natürlich auch ein Teil meiner Arbeit, aber was glaube ich ganz wichtig ist, ist zu schauen, dass man eine gewisse Tagesstruktur zustande bringt in dieser Ausnahmesituation. Das heißt, gewisse Abläufe trotzdem einzuhalten. Das Thema Homeoffice ist zwar ein sehr cooles und sehr spannendes, ich weiß aber auch, wie schwierig das ist. Also gerade auch dann unter so einer Voraussetzung, die wir da jetzt gerade haben, wo du sagst, okay, es ist nicht Homeoffice, wie es vor 4 Wochen gewesen wäre, sondern es ist Homeoffice Hardcore, weil auf einmal sind alle Familienangehörigen möglicherweise zu Hause. Da könnte es sein, dass du teilweise schulpflichtige Kinder hast, die du einerseits mit Lehrinhalten versorgen musst und begleiten musst. Auf der anderen Seite musst du genauso in deinen eigenen 4 Wänden dann noch schauen, dass sie ein Freizeitprogramm haben, wenn das Wetter passt. Kann man vielleicht ein bisschen rausgehen, aber es kommt auch immer auf die jeweilige Situation an, ob man einen Garten hat oder halt auch nicht. Also von dem her glaube ich, dass es ganz wichtig ist, einmal versuchen, gemeinsam für die Familie eine Struktur zu finden, in der man gut arbeiten kann, in der man auch Abläufe schafft. Das heißt, wir haben zum Beispiel, meine Frau und ich haben uns so gewisse Slots eingerichtet, wo es einfach Familienzeit gibt, dann gibt es wieder Zeit für mich, um in Ruhe zu arbeiten. Sie ist Gott sei Dank jetzt auch schon eben im Mutterschutz. Das heißt, sie hat jetzt jobmäßig keine Aufgabe mehr zu machen, jetzt was das betrifft. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass sie zu ihren Pausen kommt in der Kinderbetreuung, was unseren Junior betrifft, damit sie sich auch regenerieren kann und erholen kann. Das heißt, es gilt, glaube ich, da wirklich jetzt im Kleinen, im Familienverband einmal irgendwie zu schauen, wie können wir einen Ablauf schaffen, mit dem wir die Herausforderungen dieses Alltags jetzt einmal regeln können. Was durchaus immer eine positive Geschichte ist, einfach sich kurze Regenerationsübungen herzuholen, sei es jetzt einfach musikalisch mit irgendwelchen Bildern oder vielleicht auch einmal am Balkon sitzen und sagen so, und ich blase jetzt einfach einmal 1 Minute bewusst durch und überlege mir, wofür ich eigentlich dankbar bin in meinem Leben. Also das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Aspekt, dass wir auch regelmäßig uns daran erinnern, was positiv in unserem Leben ist. Auch wenn natürlich die Rahmenbedingungen jetzt alles andere als einfach sind und mir ist ganz klar, dass da jetzt sehr viele Menschen sehr viel an ihre Grenzen kommen werden. Je länger das dauert, umso schlimmer wird es werden. Und darum, glaube ich, ist es einfach auch wichtig zu sagen, wo kann ich Energie tanken, wo kann ich Energie auch mir wiederholen und das dann auch in diese Tagesstruktur einzuplanen. Und vielleicht auch, und das ist, glaube ich, ein Punkt, über den habe ich gestern ein bisschen nachgedacht, den eigenen Erwartungsdruck einmal ein bisschen rausnehmen und einmal zu reflektieren und zu sagen, um was geht's jetzt eigentlich? Ja? Und geht's jetzt darum, dass meine Kinder gewisse Übungen fertigbringen heute noch? Oder geht's jetzt darum, dass ich vielleicht noch 3 E-Mails bearbeite oder was ist wirklich, wirklich wichtig in unserem Leben und da auch einmal ein Stück weit einen Gang rauszunehmen und zu sagen, okay, blasen wir mal durch. Es ist jetzt so, wie es ist. Es wird weitergehen. Wir wissen vielleicht noch alle nicht gemeinsam, wie es genau weitergehen wird. Aber versuchen wir mal einfach diesen Druck rauszukriegen und zu sagen, okay, was ist wichtig? Und wichtig ist einmal, dass es der Familie gut geht. Und wenn du jetzt in einem Familienverband, wie groß auch immer der ist, lebst, würde ich jetzt einmal sagen, schau, dass du ein möglichst ausgeglichenes Energieverhältnis zu Hause schaffst, dass das für alle gut passt. Und da gibt es natürlich auch wieder miteinander zu reden, sich abzustimmen, sich auszutauschen und zu sagen, du, wie gehen wir das an? Was machen wir vielleicht morgen? Was haben wir für Ideen?
Wie gestalten wir das Freizeitprogramm für die Kinder? Gibt es irgendwelche Dinge, die wir auch tun können? Also ich kann auch nur empfehlen, es gibt ja sehr viele Leute, die online was anbieten, in verschiedensten Bereichen. Ich finde es auch ganz cool, was teilweise Lehrer oder natürlich dann auch Privatpersonen anbieten. Also ich habe auch meine Schwester, die sitzt gerade in Kanada fest, sozusagen, oder lebt in Kanada, die bietet Online-Yoga, Online-Meditationen an, die führt tagtäglich. Mein Kleiner hat heute, glaube ich, schon die dritte Stunde der Musikschule genossen, weil es ihm so einen Spaß gemacht hat, auch wenn es immer das Fable ist. Also wirklich sich auch selbst Freude zu gönnen und zu sagen, schauen, was man gut tut. Und wenn ich einer bin, der sportlich aktiv ist, geh raus und geh eine Runde laufen oder geh eine Runde spazieren und setze dich auf eine Bankerl und genieße einfach die frische Luft. Also ich glaube, dass wir entschleunigen sollten, alle gemeinsam, und da jeder auf sich hören soll und ein bisschen ein Gefühl kriegen, was ihm gut tut, und dann werden wir das schon hinkriegen. Ja, schön gesagt und auch ein schöner Abschluss. Ich möchte mich bei allen, die zugeschaut haben, sehr herzlich bedanken, dass ihr dabei wart. Es wird morgen ein weiteres Live geben mit dem Steiner Heinrich vom SK in St. Pölten. Der ist dort Teambetreuer und Talenteförderer. Also wenn euch das auch interessiert, dann schaltet morgen wieder live dazu. Es gilt natürlich genauso wie gestern auch die heutige Botschaft zum Abschluss. Schaut auf eure Gesundheit, passt auf euch auf, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Das ist im Moment das Wichtigste, was es gibt und was wir haben. Und ja, ich möchte mich recht herzlich bei dir, Christoph, bedanken für deine Zeit und auch für den tollen und wertvollen Input, den du heute geliefert hast. Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Alles Gute und Gott auf euch.